Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS. Es ist Freitag und da wird im Tabletop-Workshop natürlich gebastelt und kein Adventskalendertürchen geöffnet. Und kennt ihr das auch? 165 Kanäle, aber leider nicht zum Gucken. Wir müssen dringend ein Kabel verlegen. Für unser heutiges Atelier benötigen wir neben den üblichen Materialien Balsaholz, Plastik, Karton und Stäbe und Blumendraht. Im ersten Bastelschritt schnappen wir uns Balsaholz und schneiden daraus erst einmal eine Menge etwa 7 cm lange und 0,5 cm breite Streifen aus. Kabelrollen gibt es in diversen Größen. Wir wollen aber etwas bauen, wo sich auch gut mal etwas auf dem Spielfeld hinter verstecken kann. Die Stäbchen können wir dann leicht mit dem Messer oder den Fingernägeln bearbeiten und kurz mit einer Drahtbürste darüber gehen, um die Holzmaserung darzustellen. Dann legen wir die Stäbchen zu einem Quadrat zurecht und kleben eine zweite Lage im 90-Grad-Winkel darüber und lassen den Leim trocknen. Von diesen Teilen benötigen wir je 2 Stück pro Kabelrolle. Als nächstes nehmen wir uns eine Spraydose und benutzen diese als Schablone. Mit einem Stift zeichnen wir uns so einen Kreis auf unsere Holzkonstruktion. An der Linie entlang können wir den Kreis dann mit einer stabilen Schere ausschneiden. Ansonsten könnt ihr es auch mit einem Messer oder einer Säge probieren. Die Schere ist aber der kleinste Aufwand. Die Ränder schmirgeln wir dann mit Schmirgelpapier einmal ordentlich glatt. Dann nehmen wir uns ein Rundholz. Wir haben hier eines mit einem Durchmesser von 2,5 cm und sägen uns davon ein ca. 3 cm langes Stück ab. Dieses Teil kleben wir dann mittig mit Leim auf unseren Holzkreis. Ist die erste Seite leicht angetrocknet, können wir die andere Seite dagegen kleben. Dann bemalen wir die Holzteile erst einmal. Dazu nehmen wir uns ein braunes und ein schwarzes Wash. Das kann bei Bedarf dann noch mit Wasser verdünnt werden und wird dann über die gesamte Rolle einmal rübergepinselt. Im nächsten Schritt nehmen wir uns etwas dünnen Plastikkarton und schneiden uns daraus mit einem Locher ein paar Beschläge aus, die wir dann an den äußeren Seitenwänden festkleben. Wer keinen Plastikkarton hat, kann da auch gerne Pappe nutzen. Danach schneiden wir uns ein paar Nieten aus einem dünnen Plastikstab und kleben diese jeweils in die Mitte der Beschläge. Mit einer Stahlfarbe bemalen wir die Beschläge und die Nieten. Dann tuschen wir die noch einmal mit einem schwarzen Wash über. Zum Schluss nehmen wir uns dann Blumendraht. Diesen fixieren wir am Rand des Rundholzes mit etwas Sekundenkleber. Wenn dieser angetrocknet ist, drehen wir den Draht auf das Rundholz herauf, so viel wie wir eben haben wollen. Zwischendurch fixieren wir das Ganze immer wieder mit Sekundenkleber, damit es auch hält. Und somit wäre auch dieses Geländestück spielbereit. So, das war's leider schon für heute. Wir hoffen, ihr hattet wieder Spaß. Was schaut ihr am liebsten im Fernsehen? Bauerntausch, Frau sucht Frau? Sagt uns das, schreibt uns das hier unten in die Kommentare, schickt uns ein Foto. Wir freuen uns drauf. Und nicht vergessen, bis zum 24.12. öffnen wir jeden Tag hier beim TWS ein Adventskalendertürchen. Bis auf Freitags natürlich, denn da wird gebastelt. Bis zum nächsten Mal.